Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 im LPC mit dem Kliggy und dem Randy. Hallo. Hallo. Da, und ich fahre jetzt hier gerade mal die Kiste. Ich hoffe mal, der Kliggy sitzt jetzt nicht im Frontlader. Aber ich glaube, der ist so schlau und ist ausgestiegen. Weil der muss nämlich schnell mal an die Klingel. Da steht wieder einer durch. Da steht. Wer ist denn das, weil er gesagt hat? Kollege René. Ach, sein Kollege oder was? Jupp. Ach so. Ich wäre auch kein Kliggis Freund. Bist du doch. Ehrlich? Ja, nee, er hasst dich. Eieiei. Kann Kliggi überhaupt jemand hassen? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt, doch, wenn du dumm kommst. Nö. Das ist ja bei jedem so. Ich glaube ja auch nicht, dass du dich dumm machen lässt. Na nee. Das ist wohl bei jedem so. Jetzt klaut er mir meinen Traktor. Warst du schon wieder da? Ja. Ich wüsste nicht, wie lange du hier Expedition bist. Na, hier komm, steig ein. Ich bin schon am Dings hier. Kannst fahren. War, denke ich mal, keiner mehr, wa? Nee. War er schon weg? Ja. Okay. Und dann, Kliggy, wird aber gegrubbert hier, Kollege. Gegrubbert? Ja klar, ich, ja. Ich bin für was ganz anderes zuständig. Ey. Nee, dann tun wir hier zu zweit grubbern, Freundchen, ey. Sonst werden die Felder nie fertig. Bei Grubbern, ey, da verpissen sich immer alle. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir brauchen Körnermais. Stellt er sich ja als Helden der Grubbernation da. Ja, bist du nur blöd? Ist nicht so, als hätte ich vorher drei Folgen gegrubbert, ne? Sehst du, Scheiß, waren gar keine drei Folgen. Nee, wäre Schwachsinn. Waren zwei. Ja, ja, ja. Komm. Es waren zwei. Ja, ja. Das ist erst Folge 4. Und was hast du Folge 3 gemacht? Genau, geerntet. Ja, da kommt aber der Experte. Nee, ist nichts mit Experte. Tatsachen, falsche Tatsachen aufdecken. Ja, du warst ein bisschen Mitglied der Rovatius geworden oder was? Ja. Ja. Glaub ich dir. Ah, Kopfgeld ja gleich mit Doc zusammen. Mhm. Ja, was machen Rovatius? Der ja, Kopfgeldjäger, oder? Hab ich schon gesagt. Genau, das sind private Ding. Naja, es ist das Gleiche. Kopfgeldjäger gibt's vielleicht bei der Amis, so ist das bei uns, ne? Nee, ne. Ja, gibt's auch. Es gibt Kautionsjäger, ja. Ja, ist dasselbe. Kopfgeldjäger ist, wenn ich draußen rumliege, jemanden eine Birne wegschieße und dafür Kohle kriege. Das ist falsch. Doch, so ist bei mir ein Kopfgeldjäger. Nee. Na gut, das ist auch nicht falsch. Ein Kopfgeldjäger sind die Leute, die andere für Kaution quasi verhaften und bei der Polizei abliefern. Das sind Kopfgeldjäger. Das ist ein Kopfgeldjäger, da brauchst du so die Schilder. Ich weiß ja nicht, damals, in welchem Jahrhundert du gelebt hast, wo sie schon die Birne weggeschossen haben, aber das kenne ich leider nicht. Im 17. größtenteils, da steht so ein ganz so. Da so haben sie aber auch die Leute verbrannt, weil sie gedacht haben, sie Hexen. Nee. Das war im 15. Jahr, ich weiß, aber. Ja, ist mir schon klar. Aber im 17. Jahrhundert, da warst du doch gar nicht. Das weißt du doch nicht. Als was denn? Als Apfel am Baum. Nee. Ich hatte damals so einen kleinen netten Saloon, war recht nett. Auf jeden Fall, da waren so kleine Schilder, ne? Die wurden meistens selbst gemalt und da stand dann drauf, wer das halt ist. Und dann halt Wanted. Ja, und da haben sie die dann abgeklickt. Das ist schon klar, aber das ist. Das war noch nicht das gibt's. Ich habe gedacht, wir reden vom aktuell. Ne? Na, aktuell gibt es diese Wanted-Dinger ja auch noch, nennt sich heute darauf Verhandlungsvideos. Verhandlungsfotos oder Verhandlungsfotos? Verhandlungsfotos, nicht Verhandlungsfotos. Über Fotos wird nicht verhandelt. Ja. Sie gibt es noch einen festen Preis. So, du kannst mal den Dings wieder hochfahren, wenn du willst, zu dem Frontlader. Jetzt bin ich beim Grubbern. Ey, komm, die zwei Sachen müssen auf. Läuft oder das auch? Oder hauen noch ein bisschen was in die Dings rein hier, in die BGA. Da gibt es noch ein bisschen Kohle. Läuft das eigentlich noch auf D-Max? Was denn? Oder fährt jetzt einer hier, Doc? Der Doc. Na ja, der Ami halt, der. Ja, ich weiß, wer Doc ist. Ja, ist schön. Der läuft der noch oder läuft er nicht mehr? Ich weiß es nicht. Also, schade. Hab nie wieder gesehen. Leider bestimmt. Ja, nee, werden die nicht sind. Ist so alles bloß geskriptet, aber. Ja. Das ist doch nur Fake-Scheiße. Kannst du mir doch nicht erzählen, ey. Ja, deswegen ja, leider Gottes. Alles, was nach Klotze kommt, ist Fake. Nee. Oh Gott, was nicht. Ist Wetter. Ja, das ja. Ist so Fake. Das Auto meistens nicht hin. Nee, deswegen lohnt es sich auch heutzutage nicht mehr Fernsehen zu gucken.
Ja, gut, ob sich das Leben jetzt nicht lohnt, man sollte sich nur drüber bewusst sein. Ja. Da ist hier so ein grüner Fleck in der Mitte. Da hat er einer Gras gesät. Stimmt, bei Randy. Nee, das ist noch. Das ist noch die Grasfläche in der Mitte, siehst du ja. Und das Geile ist ja, man konnte ja alles weg, also einfach übergrubern, nur die Stelle nicht. Plügen. Nee, das haben wir gegrubert. Wärmkind. Ach so, na, dann muss da der Flug ran. Oh, aber schnell jetzt. Wärmkindflug. Ja, toll. Ganz toll. Hatten wir. Wir hatten doch hier die ganze Zeit über keinen Flug. Hast du noch das letzte Mal gesagt? Ich? Ja. Aber die hat schon wieder Wahnvorstellung, kann das sein? Irgendwas haut mit dem nicht hin mit dem Karl in letzter Zeit. Ja, wegen dir. Warum? Bist du wirklich verliebt? In dich, auf jeden Fall. Ich denke da und Nacht an dich. Das ist so nett. Ja, ich weiß. Was denkst du, wer da immer auf dem Parkplatz nebenan steht mit der Rose und singt? Das ist keine Wahnvorstellung. Traumhafte Vorstellung. Ja, ich weiß. So, wir haben jetzt 38.300 Mischfutter. Das ist schön. Aber man muss sagen, in diesen da vorne mit dem Schnorchel, der da aufnehmen kann, wie viel geht denn in den rein? 12. Und in den jetzt hier? Scheiße, 18. Ich hab ja, da ist ja doch viel besser hier, die Wanne. Ja, ja. Du musst aber halt das einzeln laden, du musst halt den Frontlader überall hin, ne? Ja, sicher, aber wie kriegst du denn die Ballen in den anderen rein? Ja, aber das liegt ja daran. Das Einzige, was du da laden kannst, automatisch ist Silage. Nee. Wenn du die normalen, also Gras und so alles nur auf den Haufen legst, kannst du das auch alles mit dem Vorderen aufnehmen. Das Problem ist, dieses Futterlager gibt es hier drin halt noch nicht. Ja. Oder wir müssen den Mod platzierbare Haufen mitnehmen. Oder das. Meiner. So, kriegst du es mit dem Gewicht, oder? Ach, das Scheißding ist umgefallen. Was ist umgefallen? Gewicht, Mann. Sag's einfach dran, der fummelt das schon automatisch. Geht ja nicht. Fahr hier ran und sattel einfach an. Fahr hier einfach ran und sattel einfach an. Nee, das ist die andere Seite, richtig. Oder? Nee. Doch, weil da ist unten drei Punktaufnahmen. Das ist doch die Schnauze. Kriegst einfach auf die Schnauze. Ja, aber heftig, jetzt komm. Mein Gott, so und jetzt ran. Boah! Ballerina Junge, 180, Motherfucker! Ja, da freut er sich wieder. Hast du den gesehen? Es war ein P60 aus dem Bitch. Na gut. Ja. Da springen wir ein bisschen Stimmung in die Bude hier. Ist ja noch eine Stimmung genug. Warum hast du da drüben noch ein Feld? Ja, von mir aus. Ich brauche nämlich das Traktörchen hier mit von den anderen Gruppe. Wir hätten jetzt nicht interessanter hinstellen können. Warum steht das super? Was hast du jetzt schon wieder zu nölen? Schade. Oder du bist ja nicht voll, oder? Fast. Kannst du erstmal weiter dreschen. Und sonst so? Ah ja, Betonbüsche, ich verstehe. Ich fand das voll unfair, dass deine Zuschauer damals gesagt haben, ach naja, nicht deine Zuschauer, sondern dass ein paar wenige, ein verschwindend kleiner Prozentsatz gesagt hat, ich soll bei der Hand nicht mitmachen. Ich bin. Passt nicht rein, finde ich so. Wer alles bin? Ich bin schon so lange mit euch. Voll unfair. Nicht traurig sein, es gibt immer Rückschläge im Leben. Oh, guck doch mal, was der mit meinem Traktor macht. Das ist nicht normal, oder? Der Grubber. Beim Geradeausfahren dreht er sich. Ja, hab ich gesehen. Da wird sein Grubber sauber. Super. Super. Ja, nee, oder? Hin? Naja, ein bisschen langsam der Ursus mit dem Grubber. Das ist ein bisschen. 9. Na, jetzt wo ist denn der Lampe? Ja, wo ist der Same? Der muss an den Hänger hinten dran hängen. Ja, ne, da hab ich gerade den Ursus abgemacht. Aber
aber der geht auf jeden Fall, also einiges, also was ist so einiges, 3-4 km noch mal schneller. Weil der hier, mal den Same. Fährt auch nur 14. Ach, den Same habe ich, glaube ich, der ist da an den Links dran, oder? Kann ja die Dinger dran sein. Das Same ist auch ein schwerer Traktor, oder? Ja, aber von der Leistung her. Woo! Da hättest du ja auch den Frontlader zum Schluss anhängen können oder so. Oder halt jetzt muss. Natürlich, wir hätten natürlich auch den Frontlader, eigentlich das Ding mit dem Frontlader hin erfahren können, ne? Hätte man. Aber hätte wäre wenn. Hätte hätte Fahrradkette. Muss mal kurz dort länger, Moment. Nee. Warte, ja, ja. Würde mir schon gar nicht auf den Sack gehen. Ja gut. Wenn er vorne nicht aufgemacht hat, versucht das halt jetzt nochmal sein. Ja, ja. Erstmal 5 Minuten vor der Tür stehen, könnte ja noch jemand kommen. Denk doch mal den Scheißkrober ab hier. So, und jetzt Vollgas hier übers Feld. Ach komm, mach mal Allrad an. Und Differentialsperren rein und dann will ich aber mal was sehen hier, Freundchen. 10 km ab. 12. 11. 10. Das ist doch zum Kotzen. Nee, 12. 12, ne? Was wird hier schon wieder gelacht? Deine Mutter.de. Ja, ja. Und dein Kumpel noch da? Ja, ja. Hallo! Ja. Hört er uns nicht, gell? Nee. Ich mach mal Lautsprecher an hier. Ja, ja, Freisprechanlage im Moment. Kannst du ja gar nicht, oder? Lautsprecher anmachen, ist ja dein Mikro weg. Richtig. Hört er uns jetzt? Nee. Wer ist es denn überhaupt? Der René. Der übliche. Der René? Was macht ihr heute noch? Keine Ahnung. Was will er jetzt bei dir? Keine Ahnung. Warum ist er denn jetzt vorbeigekommen? Frag mal, René. Ich frage jetzt hier niemanden. Warte mal den René, warum er da ist, hä? Oder ist er gerade unterm Schreibtisch, der alte Schlinge? Aber das ist ja von den René jetzt voll langweilig, oder? Der guckt jetzt quasi auf den Monitor ohne Sound. Ja. Ich glaube nicht mal, dass man überhaupt auf den Monitor guckt. Jetzt erzieht ein Klicki am Schnippi. Ja, ich glaube, der kommt Fernsehen. Ja. Der falsch. Ja, sag mal, René soll was sagen. Wieso? Ja, dass wir mal seine liebliche Stimme hören. Geht doch nicht mundvoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Da wollte ich gerade hin. Oh. Dann fahr ich schon länger nach. That's real. Bei welcher Zeit sind wir überhaupt? Nur mal so grob als Frage. Fast zu Ende. Fast beendet schon wieder. Ah, Mensch, nicht mal geschafft, das eine Feld zu grubbern hier. Ja, grauenhaft. Das ging ja jetzt so hast du viel los. Müssen wir im nächsten Part dann weitermachen quasi. Oink, oink. Ich weiß nicht, ob ihr heute Abend nochmal aufnehmen wollt. Wann ist denn bei dir Abend? Naja gut, nee, naja, das Problem ist, 20 Uhr. 20 Uhr Besuch, da kommt der David. Auf ein Bierchen. Und dann, ist ja Dalu. Ja, 22:30 Dalu aufnehmen und dann, ja. Ja, dort dann ist es sowieso nichts mehr. Naja. Aber. Also morgen bis Sonntag haben wir. Morgen 14 bis 18. Also am 30. Ne? Nicht wundern. Nur ETS. Ja. Die Konsec, weißt du, ob die wieder dabei sind? Ja, ja. Mit Sicherheit. Hast du das schon abgeklärt? Nee. Ne, brauche ich nicht. Da ich einfach hier und oder die schreien mich ja sowieso an. Ja, aber das sind ja Menschen, die auch ein Real Life haben. Das, man kann nicht mit dem Finger schnippen und sagen, ihr seid jetzt da. Naja, aber ich weiß, dass sie da sind. Ja, aber es ist schon schöner, wenn die sowas. Na, okay. Verstehe ich zwar nicht, aber.
Na, der Randy hat das in Leipzig aggressiv geschrieben. Die haben mich letztes Mal angeschrieben. Ich hatte das nur erwähnt und da muss er gleich wieder eine etwas scharfe Nachricht an ihn geschrieben haben. Hä? Weil die haben dann gleich zu mir gesagt, ja. Also der Chef hat mich dann von denen persönlich angeschrieben und hat gesagt, ja, du wirst immer angeschrieben. Ich muss mich ja darum kümmern irgendwie. Irgendwie vom Corny oder wie er heißt. Ich habe das gar nicht so aggressiv gemeint. Und, nö, ja. Du hast es nicht aggressiv gemeint, aber ich hab's ihn einfach so geschrieben. Dem? Irgendwie, Klicki hat der Arno Schießmischdot irgendwie gestartet und zack kam wieder von irgendeiner Nachricht, nimmst du das auf oder irgendwie so in der Art. Mhm. Und da ich ja schon auch von anderen immer wieder sinnlos angeschrieben wurde, was weiß ich zum Beispiel, der ist jetzt online und der ist online, wo ich mir denke, wir haben uns doch in der FL und da hat's mir dann halt einfach gereicht und hab denen halt gesagt, dass das halt aufhören soll, wenn nicht fliegen sie halt wieder von der FL. Weil wenn sie schon auf der FL drauf sind, nur nicht gut, nur bei dir ist es nichts Besonderes, aber bei mir, weißt du, da soll man dann aber auch ein bisschen ne, gechillt bleiben. Wenn was, ich sag immer, wenn was, ich schreibe ich schon. Ach, du meinst die Konsec hier? Ja, nein, jetzt nicht komplette Konsec, aber halt welche, die halt mit zu denen irgendwie gehören. Ich meine, Chris und Philipp, die sind dann nicht so. Aber wie zum Beispiel Corny, das wäre mir jetzt auf den Sack gegangen. Und das war halt wieder der eine Punkt, wo ich dann gesagt hatte, naja, Leute, so. Aber wir sind fertig für den Part, weil Tino ja pünktlich muss. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.